Schlüssel ins Kontakt. Frage, warum schicken Sie mir auf mein Handy so komische Nachrichten? Es ist was Schlimmes passiert. Anscheinend will jemand unsere Telefonzentrale stören und versendet Tausende von SMS an wildfremde Menschen bundesweit. Ich kann Ihnen auch keine Erklärung dafür abgeben, warum diese SMS verschickt worden sind. Da ist man schon langsam an der Grenze von irgend so einem Nervenzusammenbruch. Also man kann wirklich schreien, heulen. Schlüsseldienst, guten Tag. Bitte, wer ist denn da? Schlüsseldienst Kubinski, guten Tag. Ja, Stremmel, hallo. Ich habe eine SMS von Ihnen bekommen. Was für eine SMS? Ich bei Ihnen anrufen soll. Was für eine SMS haben Sie bekommen? Dass ich diese Nummer anrufen soll. Aus welchem Grund? Das weiß ich nicht. Einfach anrufen, ja? Ja. Mhm. Na, also ist halt eine betrügerische SMS. Das ist Spam, sonst nichts. Ach so, alles klar, danke. Mhm, tschüss. Es ist noch eine einfache Version sozusagen. Die meisten bekommen so einen Text. Und einfach ein bisschen bewegen, genau. Mal klicken, wunderbar. Ruhig ein bisschen länger, ruhig nochmal, genau. Bitte schön. Schlüsseldienst Kubinski. Wie ist Ihr Name bitte? Mein Name ist Windolf. Jetzt habe ich Ihren Namen nicht ganz verstanden. Kubinski Schlüsseldienst. Kubinski Schlüsseldienst? Ja. Keine Ahnung. Was ist der Grund Ihres Anrufs? Ja, weil dann ich Ihre Nummer auf meinem Display gesehen habe unter der SMS, ich brauche Ihre Hilfe, bitte ruf mich an. Ja, das tut mir leid für Sie, aber das ist eine betrügerische SMS. Haben ganz viele Leute das bekommen, tut mir sehr leid. Ja? Okay, kein Problem. Ja, tschüss. Alles klar, danke. Aufzunehmen bitte und wieder aufzulegen. Danke. Und wieder auflegen. Und bitteschön. Schlüsseldienst Kubinski, guten Tag. Warum sollten Sie zurückrufen? Bitteschön. Das ist nur eine Spam-SMS, die Sie bekommen haben. Brauchen Sie nicht weiter zu beachten. Tut mir leid für Sie. Haben halt ganz viele Leute, Hunderte bekommen letzte Woche. Und es geht los, bitteschön. Schlüsseldienst Kubinski, guten Tag. Ja? Ja, tut mir leid. Ja, tut mir leid. Tschüss. Danke. Schlüsseldienst Kubinski, guten Tag. Wer ist denn da? Schlüsseldienst Kubinski. Aha. Ich habe hier nämlich eine SMS mit Ihrer Telefonnummer bekommen. Was für eine SMS? Es wäre etwas Schlimmes passiert. Anscheinend will jemand unsere Telefonzentrale stören und versendet Tausende von SMS an wildfremde Menschen bundesweit. Von Hamburg nach München, Leipzig, überall. Da rufen die Leute aus allen Ecken der Republik an bei uns. Eine SMS? Ja, meistens steht im Text, dass was Schlimmes passiert ist. Warum haben Sie Ihre TAN-Liste im Internet veröffentlicht? Oder ich brauche Ihre Hilfe. Rufen Sie an und auf jeden Fall, das sind so Nachrichten, die die Leute animieren sollen, auf jeden Fall sofort bei uns anzurufen
Und ich schätze mal, da sind ungefähr 2000 Anrufe eingegangen, beziehungsweise wir könnten die alle nicht einnehmen. Und wenn man bedenkt natürlich, dass doch die meisten Menschen so unbekannte, seltsame Nachrichten ignorieren, dann muss man natürlich von der Dunkelziffer der versendeten SMS von wahrscheinlich 10.000 rechnen. Also im ganz, ganz großen Umfang. Und dann... Schlüsseldienst Kubinski, guten Tag. Ja, bitteschön, guten Tag. Guten Tag. Warum schicken Sie mir auf mein Handy so komische Nachrichten? Es ist was Schlimmes passiert. Haben Sie von uns Nachrichten bekommen? Ja. Eine oder mehrere sogar? Es liegt das schon bei der Polizei vor. Wie viele Nachrichten haben Sie bekommen? Aber mit der Nachricht, es ist etwas Schlimmes passiert, ruft mich bitte an. Ja, ja. Was soll das? Ja, das fragen wir uns natürlich auch. Wir sind leider die Betroffenen und Sie sind sozusagen nur das Werkzeug, um unsere Telefonzentrale zu stören. Wieso? Sie haben doch nicht bei der Polizei. Ja, das ist sehr gut. Melden Sie, erstatten Sie eine Anzeige. Schlüsseldienstkontakt? Ich habe heute eine Nummer SMS bekommen. Was für ein SMS? Ja, wissen Sie, das ist eine betrügerische SMS. Löschen Sie es einfach, ja? Schlüsseldienstkontakt? Meine Entschuldigung, meine Nachbarin hat Schlüssel vergessen zu Hause. Ja. Eine Frage, wie toll ist Ihr Besuch? Wie ist Ihre Postleitzahl? Und was sagen Sie ihnen? Die reagieren sehr unterschiedlich. Viele sind besorgt, besonders halt ältere Menschen, wenn die so eine Nachricht bekommen haben. Manchmal sind die Kinder verreist irgendwo im Ausland oder die generell keinen Kontakt und natürlich die denken sofort, dass ist tatsächlich was Schlimmes passiert. Viele Leute sind auch einfach misstrauisch und oder beschuldigen uns, dass wir irgendwas da angestellt haben. Also sie, dann reden zwangsweise? Ja, also ich muss mit denen reden, weil es ist natürlich mein Job. Ich muss die ganze Zeit die Anrufe annehmen und die Aufträge anzunehmen. Und also ich kann natürlich nicht einfach ablegen. Also manchmal, das ist tatsächlich so, wenn sich da jemand meldet und ganz viele sofort mit den Fragen, wer ist denn da? Dann weiß ich schon, das ist eine von den Anrufen. Am liebsten, rein pragmatisch gesehen, sollte ich direkt auflegen, weil in dem Moment weiß ich schon, dass es kein Auftrag ist, kein Kunde, sondern wieder so ein SMS-Empfänger. Und also ich versuche trotzdem alles anzunehmen, aber es gab, also von derartigen Attacken gab es schon etwa 5 Stück und manchmal, wenn das sehr heftig ist, also da klingeln dann alle 30 Sekunden klingelt jemand, beziehungsweise manchmal auf 2 Leitungen gleichzeitig. Dann kann man das alles nicht annehmen, beziehungsweise ist man schon natürlich nach einer Stunde seelisch erschöpft und das geht einfach nicht weiter. Vor allem, das ist halt. Warten Sie mal kurz. Schlüsseldienstkontakt. Hallo, Sie haben mir eine SMS geschrieben. Nein, wissen Sie nicht wir. Sie haben eine von einer anderen Rufnummer die SMS bekommen und unsere Rufnummer steht nur im Text. Ne? Und das ist halt Spam. Das ist für Sie bedeutungslos. Sie können es einfach löschen. Okay, alles klar. Bitte, tschüss. Tschüss. Naja, und das ist natürlich, man kann schlecht direkt auflegen. Also man, zu 95% weiß ich sofort, wenn ich den Hörer abgenommen habe, weiß ich sofort, das ist so ein Anruf und kein Kunde. Unternehmen. Ja, wir haben natürlich eine Anzeige erstattet bei der Polizei. Ja, da ist leider kaum ermittelt worden nach meinen Kenntnissen. Die Sache ist ganz schnell zur Staatsanwaltschaft abgeschickt worden. Und naja, man hat da nicht so viel Interesse daran gezeigt. Ja, ansonsten hat unser Anwalt versucht, die Bundesnetzagentur zu kontaktieren.
Aber das ist schon auch vor etwa 7, 8 Tagen passiert oder 9 wären das jetzt. Und da haben wir leider auch keine Antwort bekommen. Also wir wissen eigentlich nicht, was wir weiter unternehmen sollen. Das geht anscheinend weiter so und derjenige, der das macht, kann